I'm gonna make you feel like you're the only girl in the world, like you're the only one that I'll ever love, like you're the only one who knows my. Hi meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über die Samurai-Prinzessin, der Spiegel der Göttin von Corinna Boman reden. Das Ganze ist im Baumhaus Verlag erschienen und kostet neu 14,99 Euro, glaube ich. Ich blende euch das aber auch hier ein und verlinke euch das Buch in der Infobox, dann könnt ihr da mal reinschauen. In dieser Geschichte geht es um die 15-jährige Tomoe und Tomoes Eltern werden heimtückisch ermordet, während sie im Wald ist und Holz sammelt. Sie macht sich sozusagen auf die Suche, auf die Reise nach den Mördern ihrer Eltern und wird dabei von Mönchen aufgelesen, die sie mit ins Kloster nehmen, um sie dort zur Kämpferin auszubilden. Das Ganze bezahlt sie sozusagen mit Küchen- und Hausarbeit und lässt sich dort von ihrem Lehrmeister Hiroshi zur Kriegerin ausbilden. Als Tomoe aber im Wald ist, wird sie von einem Geist heimgesucht, der ihr einen göttlichen Auftrag übermittelt. Sie soll nämlich die drei Throninsignien finden. Den Spiegel, das Schwert und irgendein Stein, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Und nach und nach lichtet sich sozusagen ihr Auftrag und ihr wird immer deutlicher, was sie tun muss. Und sie macht sich mit ihrem Lehrmeister zusammen auf die Suche nach dem Spiegel der Göttin. Auf dieser Suche trifft sie aber über den Fürsten der Minamoto. Und dieser Fürst wird noch zu einer ganz wichtigen Figur in Tomoes Leben. Was genau es damit auf sich hat und was es mit dem Spiegel und ihrem Lehrmeister auf sich hat, das müsst ihr natürlich selber in dieser Geschichte lesen. Es ist eine sehr, sehr schön asiatisch angehauchte Geschichte, die auf jeden Fall diese Atmosphäre von Asien im 15. Jahrhundert mit sich bringt. Es ist sehr klassisch asiatisch. Man findet hier viele Elemente, die man schon in Jackie Chan Filmen gesehen hat oder in Animes wie Inuyasha. Mich hat das Ganze auch immer so ein bisschen an Inuyasha erinnert. Ich weiß gar nicht genau warum, aber da war irgendwie so dieser Inuyasha-Charakter, so dieses Ganze. Da sind so Wesen bei, die haben mich sehr, sehr stark an Inuyasha erinnert. Und so dieses Gesamte hatte so diesen Charme von diesem Anime, fand ich. Und auch da waren so Elemente drin, wo ich so ein bisschen an Kung Fu Kid denken, Karate Kid denken musste oder an andere asiatische Filme mit berühmten Schauspielern oder mit Jackie Chan. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, da ich Asien an sich sehr, sehr interessant finde und gerade Japan. Ich weiß gar nicht, ob das in Japan spielt oder in China oder sonst irgendwo dazwischen. Das steht hier auch gar nicht drauf. Ich glaube, das wurde auch gar nicht so. Wobei, der Kaiser ist der nicht eher in China gewesen? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich nicht ganz zu 100% nachvollziehen kann, ist, warum dieses Buch Samurai-Prinzessin heißt. Denn die Gute wird ja nicht zu Samurai ausgebildet, sondern wird in einem Kloster ausgebildet. Und das sind ja keine Samurais in dem Sinne. Ich weiß nicht. Ich finde das so ein bisschen. Sie wird auch mit keinem Wort Samurai in der Geschichte genannt. Und ich denke auch, der Buchrücken gibt ein bisschen viel her, was dieses Buch gar nicht zu 100% erfüllt, da die Geschichte doch sehr auf einen zweiten Band hinausläuft. Und eigentlich war dieser zweite Band auch angesetzt, aber er wurde nun irgendwie doch nicht veröffentlicht, was mir echt so ein bisschen bitter aufstößt. Denn dieses Buch war ja eins meiner 5-Books-Challenge-Bücher. Das hat sich die liebe Jenny von Regenbogengarten für mich ausgesucht gehabt und eigentlich habe ich mich sehr, sehr doll auf die Geschichte gefreut, gerade aus den genannten Punkten, dass ich halt Asien gerne mag und so dieses gesamte Feeling total toll finde. Und so war es letztendlich auch. Ich fand es richtig, richtig toll, so mit dieser ganzen Stimmung, die da herrschte und allem. Aber ich habe permanent im Kopf gehabt, bringt sowieso nichts. Du kannst es eh nicht weiterlesen. Und ich finde auch, es endet so, dass man weiterlesen müsste, weil es ist total unbefriedigend. Da sind so viele Sachen, die hinten auf dem Buchrücken angesprochen wurden, die letztendlich in der Geschichte aber gar nicht bedient wurden, weil sie in der Zukunft spielen, also in den nächsten Bänden. Und das hat mich so geärgert. Es hat mich so geärgert und das hat mir das Buch einfach so madig gemacht. Und ich hatte dann lange, lange Zeit gar keine Lust, es überhaupt zu lesen. Und als ich es dann gelesen habe, hätte ich das Buch die ganze Zeit an die Wand klatschen können oder
irgendeinem, der im Verlag gesagt hat, dass es nicht weiter rauskommt, an den Kopf hauen können. Ich weiß es nicht. Ich fände es auf jeden Fall wahnsinnig toll, wenn der Verlag sich vielleicht doch dazu entscheiden würde, das Ganze wenigstens als E-Book zu veröffentlichen. Weil ich finde, so ein E-Book kann ja nicht wesentlich so viel kosten. Denn das Cover hatten sie eh schon für den zweiten Teil fertig und sie müssen ja letztendlich nur die Sachen sozusagen in digitaler Form veröffentlichen. Das kann ja eigentlich theoretisch gesehen gar nicht so schwer und aufwendig sein. Das fände ich auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt, wenn das wirklich von Verlagsseite kommen würde. Vielleicht bin ich mal so ambitioniert und schreibe den Verlag an. Das könnte ich eigentlich mal machen, weil ich würde schon gern wissen, wie es weitergeht und wie das mit den Mördern von Tomoe ist und wie das mit dem Fürsten ist und mit den zwei anderen Insignien, die sie finden muss und ach, was weiß ich nicht. Ich finde es sehr, sehr schade, denn diese Geschichte hatte auf jeden Fall ein großes Potenzial, hat sehr viel Spaß gemacht. Also alle Asien-Fans, ihr müsst dazu greifen, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir hoffen mal, dass der Verlag sich vielleicht davon überzeugen lässt, das Ganze als E-Book rauszubringen. Denn ich habe gesehen, dass ich erinnere mich, also der zweite Teil von Du wirst vergessen jetzt auch als E-Book rausgekommen ist. Und das finde ich wahnsinnig toll, denn so hat man wenigstens das E-Book. Wenn man schon nicht das Buch hat, aber ein E-Book und kann die Geschichte weiterlesen, weil das ist ja eigentlich nur eine zweiteilige Reihe. Denn der dritte Teil, den es in Englisch gibt, das ist nur sozusagen die Vorgeschichte davon, hat also nichts direkt mit unserer Hauptstory zu tun. Und ja, ich würde mir halt wünschen, dass das hier genauso wäre. Eins kann ich noch sagen, also ich fand ja, dass der Schreibstil sehr atmosphärisch war, aber das Ganze hat sich auch sehr langsam lesen lassen. Es ist nun auch wahnsinnig klein gedruckt. Wartet mal, so. Es ist wahnsinnig klein gedruckt und es liest sich doch sehr, sehr schleppend und langsam. Aber es ist nicht negativ schleppend und langsam, sondern man muss sich halt sehr, sehr in diese Atmosphäre reinfallen lassen und dadurch liest es sich so langsam. Trotz alledem hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und Tomoe ist eine sympathische Protagonistin, die man gerne begleitet auf ihrem Weg. Wobei, ich finde, es ist ein bisschen vorhersehbar, was als nächstes passiert. Es war schon am Anfang vorhersehbar. Aber naja, wen interessiert's? Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wenn ihr das Buch gelesen habt. Und wenn ihr wollt, dass dieses Buch als E-Book veröffentlicht wird, schreibt das bitte mal in die Kommentare, weil dann schicke ich dem Verlag dieses Video mit. Und je mehr Kommentare da drin stehen, dass ihr das auch wollt, desto interessanter ist es vielleicht für den Verlag. Also deswegen fleißig in die Kommentare posten und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao! I'm gonna make you feel like you're the only girl in the world.